Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 2.10.2023. Kleinen Brückentag und das Entscheidendste ist eigentlich schon zur DAX zum Freitag. Ihr erinnert euch an das Bulle, also an das Bild mit diesem Bullen, der die Sonnenbrille aufhatte. Ja, ein bisschen abgesoffen, der Gute. Und die Sonnenbrille hat es nur an den Strand gespült. Wir gucken es uns mal an. Letztendlich ist genau das passiert, was wir eigentlich beschrieben haben. Na, er ist hochgestiegen bis an den Trendkanal, hat dort mal rausgeguckt. Er hat viel rausgeguckt. Ich gebe zu, das war jetzt nicht einfach zu erkennen, insbesondere auch durch den Kerzenschluss draußen. Das ist schon ein bisschen tricky gewesen, wer sich da vom DAX verkackeiert gefühlt hat. Darf recht behalten, ich weiß, oder wie kann ich es formulieren, ne? Also, das war nicht ganz einfach zu erkennen. Aber wir haben auch hier oben ein Update rausgeschickt gehabt und haben gesagt, also genau wirklich in dem Punkt, bevor er gedreht hat, wenn er halt jetzt nicht noch wieder, einfach wie die letzten Freitage, dann einfach wieder seine Tageswende abgegibt. Und genau das hat er getan. Ja, genau das hat er wieder getan. Ich hatte für den Freitag auch so einen Zungenschlag mit drin, dass ich gesagt habe, wenn man den statistischen Schnitt der Freitage der letzten 5 Jahre nimmt, wie die so laufen, ist es momentan sehr abweichend. Das haben welche so verstanden, wie dass dieses, also auch Tagesregelmäßigkeiten, alle, die bei uns mal bei Seminaren waren und so weiter, die diese unsere Kawumschen Gesetze für Freitage kennen und sowas. Wenn wir sowas sagen, meinen wir natürlich nicht, dass man alles Regeln über den Bord hauen kann und vergessen kann und das nie wieder funktionieren wird. Ja, also es ist aber einfach so, wenn wir ein statistisch schwaches Quartal haben, oder auch ein US-Vorwahljahr und so weiter und so fort, dann gibt es manchmal andere Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, phasenweise kann das passieren, dass dann einfach bestimmte Regelmäßigkeiten gerade nicht greifen. Man sieht ja, dass es nicht funktioniert. Ja, das heißt, wenn ich dann so einen Freitag habe, der steigt und steigt und steigt, dann würde ich persönlich halt auch einfach nicht Mittag, Nachmittag dann da noch volle Möhre drauf gehen und nochmal Loggen reinhauen, nach dem Motto, naja, Regel sagt ja, die geht bis abends oben raus. Wenn er doch die letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, nee, macht er halt nicht. Sondern dann ist man da vorsichtig, dann zieht man vielleicht mal den Stop-Loss ran und passt sich dementsprechend auch den Markt an. Und wenn man merkt, der kommt wieder in eine Regelmäßigkeit rein, also gerade auch was im Freitagsverhalten angeht, dann kann man sofort wieder anfangen und sagen, okay, mein Schema F für Freitag ist so und so und das trade ich jetzt auch so. Ja, aber nicht jetzt und sagen, okay, die letzten Freitage waren anders, jetzt verwerfe ich alle anderen Regeln, die ich irgendwo mal im Hinterkopf habe, sondern es geht hier bei dem, was wir machen, bei der Analyse, nicht nur für eine Freitagsregel, sondern auch für Cashen, für Channel, für Trendkanalkontakte, für Trendlinienkontakte geht es immer darum, zu beobachten. Wir zeichnen, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, wir beobachten. Und wenn wir sehen, der Markt macht, was wir wollen, völlig egal, ob das sich auf einen Freitag bezieht, auf einen Freitagsablauf oder auf eine Trendlinie oder auf, keine Ahnung, Kästchen, was auch immer. Wenn wir sehen, der läuft da drin und der macht das und der macht das gerade gern, dann traden wir das, dann nutzen wir das für uns. Wie auch diese ganze Kästchenkiste hier zum Beispiel. Da steht ja momentan tierisch drauf, ja. Solange das jetzt noch so gut funktioniert, nutzen wir das einfach. Legen immer wieder die Kästchen an, gucken, okay, hat er erreicht, dann nutze ich dort eben meine Chance, ja. Aber nicht jetzt anfangen zu sagen, hey, boah, nee, und ich verwerfe alles. Das wollte ich bloß nochmal gesagt haben, weil es mir aufgefallen ist, weil das von 2 oder 3 gleich zitiert wurde. So à la Martin sagt ja selber, das funktioniert nicht mehr, ne? Also das, Vorsicht bitte, das ist so auch nicht gemeint gewesen. Ja, aber es ist eben einfach so, es ist momentan, dass der Markt das eben speziell freitags jetzt immer wieder so gemacht hat. Ist aber meiner Meinung nach auch ein bisschen schwachen Quartal geschuldet halt, ne? Dass wir das eben immer wieder sehen, weil irgendwie müssen die Wochenkerzen rot werden in einem schwachen Quartal. Das würde nicht funktionieren, wenn der Freitag jeden Tag immer wieder stärker dominiert und bis 22 Uhr nach oben rennt. Das funktioniert nicht. Ja, also das bloß an der Stelle dazu. Ansonsten haben wir es ja so auch verbal erwähnt. Ja, es wäre gut denkbar, dass unser DAX hier eben noch an den Channel ransteigt. Und dann kann es sein, dass er eben wieder die Tagesgewinne zurückgibt und wieder an die Tageseröffnung zurückgeschoben wird und dann schießt. So haben wir es am Freitag gesagt, genau das ist passiert. Ja, außer, dass er eben ein bisschen hier drüber gerissen hat. War nicht schön, war auch nicht ganz so leicht zu erkennen, das gebe ich zu. Aber spätestens, als der hier weggeschmiert ist, hat man schon erahnen können, okay, das geht jetzt wieder bis Start zurück halt. Ne? Oder hier auch bis Gap-Plus-Niveau. Und das nutzt man dann halt einfach für sich. Oder sollte man halt für sich nutzen. Ja? Nicht dagegen stellen, nicht auf was pochen oder bestehen. Was man vom Markt nicht bestätigt sieht, das ist dann auch nicht richtig. Ja,
und da schön dran bleiben. Ich würde jetzt zum Montag hier letztendlich den Trigger wieder ansetzen und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen dritten Kontakt an der Trendlinie dran, die wir gezeichnet haben. Sollte es dem Markt gelingen, die jetzt wieder rauszunehmen, wäre mir das erstmal egal, dass er am Freitag da doll abverkauft hat, würde ich davon ausgehen, dass er sich dann weiter hoch rausschiebt und ein neues Hoch macht und zu Richtung 630 vorarbeiten. Ja, 600, 630, das war unser nächstes Ziel. So hatten wir es ja auch erwähnt oder für die Analyse für den Freitag. Wenn unser DAX diesen Channel hier oder diese Trendlinie nach oben ausgehoben bekommt, hätte dann definitiv Platz bis 630 und ich glaube 710 oder sowas haben wir gesagt. Ja, 630, 680, 710, so. Das ist für mich realistisch, auch wenn der Montag jetzt hier sich wieder aus dieser Abwärtstrendlinie befreit kriegt und wieder rausfällt. Du bräuchte ich nicht mal ein neues Hoch, das wird mir sogar schon reichen, wenn der hier so irgendwie über, keine Ahnung, 460 oder sowas wieder drüber steigt. Ja, sollte das aber nicht tun, gucken wir unten ganz genau hin und da bleiben wir auch bei dem, was wir gestern gesagt haben, oder ich sage immer gestern, aber ihr wisst, was ich meine, die letzte Analyse. Ja, 280, 300, das haben wir schon für den Freitag gesagt, das ist unterhalb die Kante. Na, er sollte nur da draufsetzen, wieder hochdrehen, also alles fein, kann er sich wieder hochdrehen, kann er raussteigen und so weiter und so fort. Sollte aber tiefer fallen. Sollte wirklich deutlich tiefer fallen als 2,80, würde ich schon sagen, Risiko nach unten nochmal voll einplanen, weil dann gibt es auch ein neues Tief. Ja, wenn aus so einer Situation heraus abwärts pro Trendbruch vermasselt, statt an einem Abwärtstrendbruch nur ein tieferes Hoch markiert, zack, zack, zack. Tieferes Hoch markiert, folgt danach in der Regel ein tieferes Tief. Und deswegen würde ich dann hier sogar sagen, Durchschuss möglich. Und ach, eigentlich schon so ab einem Unterbieten von, keine Ahnung, ich denke mal so 230, 200. Darunter wäre mir der Markt zu negativ und dann würde ich ein neues Tief erwarten. Ja, 15.000, ich denke, das ist realistisch auf der Unterseite. Vielleicht nicht gleich zum Montag, das wird er nicht schaffen. Ja, aber dass er sich vielleicht am Montag hier an den Trigger legt, hier unten rumdummelt, wenn er denn schwach performt und dann unten rausgeht. Oder halt, er macht einfach so, wie es richtig wäre, so wie es auch sachlich, technisch einwandfrei wäre. Hier noch einen kleinen Stich nach unten rein, bedient nochmal die 300, die 280, stößt sich nach oben ab, dreht sich nach oben, geht nochmal aus dem Channel raus, löst den Trigger um und geht dann Richtung 630. Das wäre natürlich perfekt. Ja, das wäre perfekter Ablauf für den DAX. Mal gucken, ob er mitspielt. Ja, und wie gesagt, auch mit der Analyse, ne, mit unseren Pfeilen, gibt Leute, die sagen, das ist total Gülle, was wir machen. Gibt Leute, die sagen, so, so geil, mal doch mehr von diesen Pfeilen da rein. Wenn wir sehen, der arbeitet gerade momentan gut damit, nutzen wir es. Wenn wir sehen, der nimmt es einfach nicht an, stackert er bloß rum, dann einfach ein bisschen von distanzieren und lassen. Ne? Das ist Analyse, das ist keine, ich kenne die Zukunft ja nicht. Ne? Ich kann einfach nur unterstellen, okay, ich denke, er bewegt sich heute wieder so, wie es sonst immer macht. Also analysiere ich das so, mal die Sachen ein. Aber keine Ahnung, ob er es auch macht. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ja, bin ja kein Gott. Woher soll ich es doch wissen? Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, okay, typischerweise wird er das jetzt so machen oder so machen. Guckt einfach hin. Wenn er sieht, er macht so, dann kommt wahrscheinlich das. Und wenn er so macht, dann kommt wahrscheinlich das. Was anderes kann ich nicht machen. Ja, und so müssen wir hier auch einfach gucken, was wir sehen. Und wenn ihr seht, okay, der bedient 2,80, dreht sich schön nach oben, dann kann man da auch mal Long probieren halt. Ne? Das ist vollkommen okay. Macht es aber kaputt, deckt sich hier runter, denke ich, bleibt mir hier um den Triggerpunkt rumliegen und dann haut es am Dienstag nochmal richtig unten raus. Ja, auch im Tagesschart müssen wir ja sagen, sind wir Gap-Preis ordentlich angelaufen, hätten aber hier unten auch nochmal einen Punkt, um anzulaufen. Das liegt hier so, na, 14,89 rum. Das wäre dann durchaus auch bis Dienstag erreichbar, wenn er jetzt wirklich schwach ist. Ne? Wenn sich jetzt Montag hier an den Trigger ranlegt, dann könnte er das Dienstag schon erreichen. Muss so gesagt sein. Ja, und insbesondere auch, wenn man hier die Tageskerze sieht, das ist schon halt potthässlich, ne? Also, das kannst du ganz schön saufen. Das geht nicht. Das wird er nur schön gesoffen kriegen, wenn er sich ja wirklich auch aufdreht. Wenn er die Kerze negiert, ne? Wenn er das überhaupt nicht annimmt, nicht bedient, keine Bestätigungskerze dafür setzt und einfach hochgeht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was das wird. Ich könnte mir auch vorstellen, ein kleiner Stich nach unten auf 2,80 und dann Kerzenkörper hoch. Das wird hier eigentlich gut reinpassen. Okay? Ich mache hier zu. Wünsche euch einen guten Start im Oktober. Denkt daran, es ist auch Feiertag. Das heißt, kann sein, dass wir hier brückentagsbedingt ein bisschen dünnen Handel haben. Aber das starke Quartal beginnt wieder. Das heißt jetzt nicht, dass der Oktober unbedingt stark werden muss. Ja, es ist oft auch gar nicht unbedingt immer so der Fall. Aber vergesst das nicht, das schwache Quartal ist vorbei. Und guckt auch mal, wie viel wir tatsächlich gefallen sind. Das ist dolle dürftig. Ja, das ist wirklich dürftig, was er gemacht hat. Also da muss man ein bisschen aufpassen jetzt hier. Dass nicht einem die Jahresendrate doch früher startet, als man das glaubt.
und der einem dann davon rennt. Und normalerweise macht er immer noch eine Finte vorher, bevor er dann zündet. Aber gucken wir uns jetzt die nächsten Tage hier ganz genau an. Müssen wir aber so festhalten, er ist sehr stabil auf hohem Niveau. Er ist wirklich stabil auf hohem Niveau. Wird sehr, sehr, sehr interessant, wo das noch zum Jahresende dann hinführt. Ne? Weil jetzt beginnt das starke Quartal. Das ist Fakt. Punkt. Ende. Aus. Ich wünsche euch was. Gutes Gelingen zum Montag. Bis dahin.